Und auch ein Neuzugang, Sadio Mané, ist angekommen bei den Münchnern und hat schon getroffen. Wir gucken gleich einzeln auf die Tore, aber ich muss es erstmal sacken lassen, weil ich mich die ganze Zeit frage, was macht Frankfurt da gerade? Ja, ich glaube, das fragen sich gerade viele, inklusive dem Trainer und wahrscheinlich der Mannschaft jetzt in der Kabine. Natürlich ein blöder Start gewesen jetzt, maximal blöd. Mit einem Freistoßtor startest du uns in so ein Spiel mit Freistoßgegentor. Man sieht hier, Glasner notiert, war jetzt echt noch 5 Minuten gesessen, was auch untypisch ist, dass du noch 5 Minuten sitzt. Versucht sich, denke ich, jetzt die ein oder andere Ergänzung, Einwechslung oder beziehungsweise taktische Änderungen vorzunehmen. Irgendwas müssen sie machen, ist aber jetzt schon mal vorgegriffen, ein schmaler Grat. Was machst du denn jetzt? Gehst du Vollattacke ins 1-1 vorne drauf und die kontert dich aus, dann fängst du dir 7, 8, 9 vielleicht. Was machst du, bin ich echt gespannt. Aber nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, was für ein Scheißstart, was machst du dann? Ja, auch relativ untypisch, ja, ne? Wie Eintracht Frankfurt die ersten 45 Minuten verteidigt hat. Wir rollen das jetzt mal chronologisch auf. Wir haben ja ein bisschen was zu besprechen in dieser Halbzeit. Das 1:0 kommt direkt angeflogen, denn genauso schnell ging es ja auch im Spiel. Und du hast es schon im Kommentar erwähnt, ich hatte auch das Gefühl, und ich sitze eigentlich direkt hier vorne vor der Frankfurter Fankurve, dass die Sicht für Kevin Trapp eingeschränkt war. Und das durch Pyro der eigenen Fans. Ja, du siehst, du hast es besser gesehen als ich. Ich war ja da ganz oben. Für mich von da oben echt eine Einschränkung. Ist jetzt nicht völlig schuldfrei, sage ich mal, Trappo, weiß er selber. Aber natürlich nicht optimal von der Sicht her. Von dem her, normalerweise hält er die, beziehungsweise normalerweise schießt auch ein Schütze nicht. Von da ist schon ein kleines Schlitzohr, der Kimmich. Deswegen aber, ist er auch Nationalspieler, ne? Ja, nicht nur wegen dem Schlitzohr, aber er kann schon was. Aber nochmal, ich habe es ja oben schon gesagt, du nimmst dir so viel vor in den Tagen und Wochen vor so einem Spiel. Die Fans, Freunde kommen alle taktisch, nimmst du was vor. Und du rechnest alles aus, wie spiele ich statisch gegen den Ball, wie spiele ich gegen die Mannschaft. Und dann kriegst du ein Freistoßtor, so ein billiges, und das tut weh. Ja, und danach gab es ja direkt wieder einen Standard. Das hat zum 2:0 geführt. Ja, sieht man auch wieder eine Ecke, eigentlich eine gute Positionierung am ersten Pfosten, aber zweiten Pfosten sind sie total in Unterzahl, gewinnen den Ball nicht. Durch Glück landet aber war, muss man sagen, das war Spielglück für Bayern dann in der zweiten Situation. Sie haben natürlich provoziert auf den Ball, Müller hat ihn, und Pavard ist in der gegnerischen Box wie ein Stürmer, also schießt für einen Verteidiger extrem viele Tore. Maximal unglücklich natürlich hier auch von Tuta der Ball, genau in die Füße von Pavard, der kann dir auch mal woanders hinhüpfen, und das mehr nicht. Eintracht ist jetzt auch nicht gesegnet vom Spielglück, das muss man auch dazu sagen. Wobei Eintracht Frankfurt nach den ersten beiden Treffern der Bayern nochmal Rasen haben, einen Flitzer auf dem Platz. Ja, Flitzer auf dem Platz, und ich glaube, die eigenen Fans wollen ihm gerade wieder helfen, dass er in die Kurve kommt. Also wir haben die Frankfurter Chancen gesehen, Lindström hatte auch nochmal eine große Chance. Ja. Da hätte es nochmal die Chance gegeben, wir gucken jetzt nochmal drauf. Wenn du dann wieder zurückkommst, du hast das Momentum dann da. Ja. Aber hier geht es jetzt gerade ab. Die Ordner sind auch nicht deeskalierend, also das muss man auch dazu sagen. Situation. Wir würden gerne weitermachen, aber wir stehen hier natürlich auch an einer sehr komischen Position. Ja, deswegen gucken wir immer ein bisschen nach hinten. Aber ich glaube, jetzt ist die Situation soweit geregelt. Also wir versuchen weiterzumachen mit dem 3:0 des FC Bayern München. 20. Minute, genau. Und da dann endlich der Treffer, oder was heißt endlich? Also neue Saison, neuer Spieler gekommen aus Liverpool, und dann hat er 29 Minuten gebraucht, um seinen ersten Bundesliga-Treffer zu erzielen. Also, du sagst es, aber ist immer schön für einen neuen Spieler mit einem Tor zu starten. Voraus ging natürlich eine gute Statik, aber ein gutes Gegenpressing vor Bayern. Also da hatten sie mal den Ball nicht kurzzeitig gesehen, aber sofort hungrig gegen den Ball gegangen und haben ihn sofort wieder erobert. Das war ganz, ganz wichtig. Schön so zu starten natürlich für einen neuen Spieler, für so einen Superstar, wenn er gleich in seinem ersten Spiel ein Tor macht. Weil ansonsten zählt die Medienwelt jede Minute, wenn du nicht triffst als neuer Spieler. Das 0:4 gab es dann durch Musiala, und den hat Julian Nagelsmann ja in der Vorbereitung auch nochmal explizit gelobt, wie gut er sich jetzt schon weiterentwickelt hat, auch im Kader des FC Bayern München. Ja, der war jetzt natürlich nicht schwer, der macht Müller und Mané super in der Vorbereitung, den hätten wir beide wahrscheinlich auch noch gemacht. Ja, ich glaube ihn nicht. Doch, aber du auch. Aber ich muss sagen, Musiala, der hat sich in der Vorbereitung super gemacht, hier sieht man nochmal die Statik, aber der Typ hat noch einen ganz anderen Schub gemacht, der war ja früher schon schnell technisch bestärkt, aber jetzt hat er noch einen guten Körper bekommen, also der hat was gemacht in der Sommerpause. Ich weiß nicht, ob er da beim Obelix mal am Zaubertrank war, aber irgendwas hat er gemacht. Ja, und dann kommt ja eben auch das Spielglück dazu, dass dir die Bälle dann auch noch vor die Füße fallen. Ne? Das 5:0, Gnabry durfte auch noch mal ran.
Ja, hier auch schnell ausgeführt. Frankfurt braucht zu lange. Hier sieht man schon wieder hinten. Endika klebt in der letzten Linie. Touré klebt eben nicht, sondern will vordecken und lässt sich dann rausziehen aus der Kette. Mané viel zu einfach durch. Dann haben sie wieder einen Ball, verlieren sie, sind im Gegenpressing. Und dann Endika wieder reingeschoben, zu weit reingeschoben. Und dann Willing Gnabry, so eine Mischung aus Heben und Schaufeln und durch die Beine. Egal wie, aber das passt zum Abend. Normal hat Trapo den, weil der war nicht perfekt von Serge. Aber hier sieht man, Endika rückt viel zu weit ein in die Mitte und lässt Gnabry komplett alleine. Und das ist Quatsch. Und da sieht man unterm Arm. Und das passt dann zu so einem Abend. Ja, und die Bayern hier hat mal jemand gesagt, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Irgendwie passt es leider aus Eintracht-Sicht heute zu diesem Abend. Ja, und die Bayern hatten noch ein paar Chancen mehr im ersten Durchgang. Vielleicht schaffen wir es gleich, die uns auch noch anzuschauen. Machen erstmal eine ganz kurze Pause, erholen uns hier auch erstmal von den ersten 45 Minuten und sehen uns dann sofort wieder. Bis gleich.